Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2011. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Starpipe, das unterwegs ist, um Pfeifengalaxien zu erforschen, neue Tabake und neue Rauchtechniken. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Starpipe in Pfeifenwelten vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Pfeifenlogbuch Nummer 5 der Starpipe, Sternzeit 2011, 10,15. Commander Bombardonius. Wir waren auf dem Weg zur Tabakstation Nummer 7, um Vorräte aufzunehmen, als ein Pfeifenobjekt von ungewöhnlicher Größe und außergewöhnlicher Gravitationsstärke uns in sein Kraftfeld zog. Mitarbeiter der Tabakstation Nummer 7 identifizierten das Pfeifenobjekt als Bütschukar Magnum 1141. Es gab nur eine Möglichkeit, den unwiderstehlichen Sog dieses schwarzen Pfeifenlochs genauer zu erforschen. Wir brachten es in das Antigravitationslabor der Starpipe, um es dort in Ruhe zu studieren. Sicher haben wir schon von jenen berühmten schwarzen Pfeifenlöchern gehört, die alles in sich aufsaugen und ganze Tabakernten verschlingen können. Aber sind das eigentlich wirklich Löcher im Pfeifenuniversum? Und was geschieht mit den Tabaken? Und sind diese schwarzen Löcher auch für uns Pfeifenraucher gefährlich? Unsere Forschungen haben Folgendes ergeben. Ein schwarzes Loch ist ein Pfeifenobjekt, in dessen Nähe die Gravitation extrem stark ist. Hat eine Pfeife mehr als drei Pfeifenmassen, dann wird sie ein solches schwarzes Loch. An ihrer Oberfläche herrscht eine unglaubliche Anziehungskraft. Es gibt dort einen inneren Raumbereich, in dem die Tabakmaterie so stark verzerrt ist, dass nichts von innerhalb nach außerhalb gelangen kann. Unsere Wissenschaftler haben Grund zur Annahme, dass im Inneren jeder Bütschukar Magnum ein schwarzes Loch existiert. Man könnte sie auch als massereichen, kosmischen Tabaksauger bezeichnen. Ihr Name kommt daher, dass sie sogar Tabak verschlucken kann, wenn er ihr zu nahe kommt. Ihre Anziehungskraft ist so gewaltig, dass sie jedwede Tabakmaterie im Umkreis von Millionen von Kilometern an sich reißt. Nach der Relativitätstheorie von Einstein wird Tabak, der in die Nähe einer Bütschukar Magnum kommt, abgelenkt und gebündelt. Dadurch wird er vorübergehend heißer als vorher und fängt Feuer. Das schwarze Loch wirkt dabei wie eine riesige Brennkammer. Entdecken Forscher ein Tabakbündel, das hell glüht und nach immer weniger leuchtet und plötzlich verschwindet, ist unbedingt anzunehmen, dass es in einer solchen Bütschukar Magnum verglüht ist. Dem Tabak wird dabei immer wieder Materie genommen, die sich stark erhitzt und blauen Dunst aussendet. Dann wird er vom schwarzen Loch verschlungen. Dieses Phänomen wird deshalb auch Todesschrei des Tabaks genannt. Wir Pfeifenraucher müssen allerdings keine Angst haben, dass wir von einem schwarzen Loch verschlungen werden, da diese spezielle Form der schwarzen Löcher ausschließlich auf die Tabakmaterie einwirkt.